zwei Schüsse zurück ins Kickersglück. Mit ihren Toren zum 2:1 in Magdeburg sorgten David Kopacz und Robert Herrmann für den so sehr ersehnten ersten Saisondreier. Ausgerechnet beim Tabellenführer wurde also der Bock endlich umgestoßen. Wir sind natürlich überglücklich gewesen nach dem Sieg, dass wir es geschafft haben, eben mein Spiel zu gewinnen und vor allen Dingen uns komplett zu belohnen. Ja. Und nichtsdestotrotz gilt es jetzt, genau daran zu bleiben, keinen Millimeter nachzulassen. Nun wollen die Kickers, die seit 3 Spielen in Folge unbesiegt sind, eine Serie starten und am besten gleich auch den ersten Heimdreier der Saison nachlegen. So gern man auswärts gewinnt, vom eigenen Publikum macht es natürlich dann noch mal mehr her, wenn die Leute, die ins Stadion kommen, eben mit uns gemeinsam nach dem Spiel feiern können. Und deswegen werden wir alles dafür geben, eben am Wochenende dann auch den ersten Heimsieg der Saison zu feiern. Mit Wien Wiesbaden wartet aber erneut eine schwere Aufgabe auf die Rothosen. Ja, absolut. Also ich schätze diese Mannschaft auch sehr, sehr stark ein. Eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, die schon einige Jahre in dieser Liga erlebt hat, die genau wissen, auf was es ankommt. Würzburg gegen Wiesbaden, das waren in der Vergangenheit immer Duelle, die vor allem eines garantiert haben, großen Unterhaltungswert und reichlich Tore. Ja, wir wollen vor allen Dingen defensiv stabil sein. Ja, und wir wollen nach vorne genauso zielstrebig agieren, wie wir es in Magdeburg getan haben. Da wird sich nichts dran ändern. Und dann geht es einfach darum, den Gegner wieder in die Knie zu zwingen durch extrem hohe Bereitschaft, durch eine aggressive Zweikampfführung und durch eine total große Laufbereitschaft. Während die Kickers am Samstag erstmals in dieser Drittligaspielzeit doppelt trafen, verlor Wien am Montag gegen Dortmund. Übrigens übernächstes Wochenende dann Gegner der Kickers mit 0:1. Trotzdem warnt FWK-Chefcoach Thorsten Ziegner vor den Hessen. Eine sehr körperlich starke Mannschaft, ja, die eine große Wucht mitbringen, eine große Power mitbringen, auch viel mit langen Bällen agieren, auf ihren Mittelstürmer von dort aus auf die Flügel kommen. Also schon eine ordentliche Herausforderung, die uns vor allen Dingen körperlich zwingen wird, 90 Minuten voll da zu sein und gepaart natürlich mit Erfahrung. Und wir sollten eben unsere Leidenschaft, unseren Willen, unsere Teamleistung dagegen halten und dann haben wir eine gute Möglichkeit zu gewinnen. Ein Wiedersehen gibt es übrigens mit einer Drittliga-Legende. Der Rimpaarer Alf Minzel kehrt als Wiens Rekordspieler und nunmehr Funktionär zurück nach Mainfranken. Geschenke aber wird es keine geben. Die Kickers sind heiß auf eine weitere unterhaltsame Partie gegen Wien und vor allem auf Saisonsieg Nummer 2.